Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte heute zeigen, wie man ein Video in eine Seite einbettet. Ist überhaupt nicht schwer, klingt möglicherweise tragischer, als es ist. Das heißt, wir gehen wieder auf unsere Seite bearbeiten, wo wir schon herumgespielt haben, und wir fügen ein neues Panel hinzu, ein leeres. Das heißt, er fügt das wieder am Ende an und bleiben wir gleich da. Ich würde sagen, ich mache den Hintergrund mal in einem hellen Gelb. Einfach nur, dass wir wieder optisch sehen, dass da was Neues dazugekommen ist. Und dann ist es ganz einfach. Das heißt, wir wollen wieder da was reinholen. Das heißt, wir müssen jetzt auf neue Elemente gehen. Und wenn wir auf neue Elemente gehen, haben wir ganz unten, also das vorletzte ist Video. Das heißt, wenn wir auf Video klicken, bekommen wir zur Auswahl YouTube, Vimeo, Vistia. Und ich nehme jetzt einfach ein YouTube-Video. Das heißt, ich ziehe das wieder rüber, positioniere es jetzt nur mal grob. Und dann gehe ich auf YouTube. Ich habe da schon eines offen. Das heißt, ich markiere oben die Adresse, die er mir anzeigt. Ich kopiere es mit Steuerung C. Ich gehe zurück, gehe da auf YouTube. Das heißt, er schreibt mir rechts, du bearbeitest YouTube-Video. Ich sage, okay, allgemeine Einstellungen, und habe ganz oben einen Link. Den markiere ich, indem ich dreimal reinklicke, und dann überschreibe ich den mit meinem Link. Das heißt, ich füge dann mit Steuerung V einfach ein, klicke auf OK. Und er hat mir das Video jetzt übernommen. Ich sehe jetzt nichts, also nicht schrecken, wenn da trotzdem noch YouTube steht. Wenn du auf Vorschau oben rechts klickst, dann zeigt er dir das Video an. Also er zeigt dir dann unten an, dass das lädt. Ich stoppe das jetzt gleich, weil ich will jetzt nicht, dass da das Video wirklich zum Laufen beginnt. Aber hier siehst du dann das Video, das auch auf YouTube liegt. Okay, hat jetzt trotzdem angefangen. Das heißt, hier ist dieses Video, das hier auch liegt. Wenn ich da zurückgehe, das ist der Beginn. Das ist der Beginn des Videos, und das habe ich auch jetzt hier im Cheater drinnen. Und sobald ich zurückgehe zurück zum Editor, sehe ich dann wieder nur diesen YouTube-Rahmen. Das heißt, ich kann es jetzt allerdings auch noch größer machen. Ich könnte das jetzt über das halbe rüber machen und könnte da beliebig viele Videos reinstellen. Ich kann jetzt auch, wenn wir uns im rechten Bereich noch anschauen, ich kann jetzt zum Beispiel auch sagen Start at Finish on. Das heißt, wenn das jetzt irgendein langes Video ist, wo ich nur eine Sequenz rausnehmen möchte, dann schaue ich im Video selbst, nach wie vielen Sekunden will ich starten und nach wie vielen Sekunden will ich beenden. Das heißt, ich kann jetzt eine ganz kurze Sequenz aus einem Video rausnehmen. Dann kann ich noch sagen, dass er eben diese ganzen Kontrollpaneele zum Ausschalten, Einschalten und so, ob er das anzeigt oder nicht, ob er automatisch startet und ob es in einer Schleife, also Loop ist dann, es läuft in einer Schleife. Sobald es aus ist, fängt sie da von vorne an. Ich habe auch hier wieder, ich kann die Größe händisch einstellen. Ich habe es jetzt einfach runtergezogen. Ich kann auch die Größe händisch einstellen. Ich kann einen Rand bestimmen. Das heißt, ich könnte hier jetzt hergehen und sagen, ich möchte einen breiten schwarzen Rand, oder schwarz ist so Trauergeschichte. Ich mache einen grünen Rand rundherum. Ich kann die Ecken abrunden, nur dass du siehst, das geht fast überall. Also ich nehme da jetzt wieder 23, 23, 23. Und ich kann es auch animieren. Das heißt, ich kann jetzt auf einer Seite dieses Video erst nach einer bestimmten Zeit sichtbar machen. Das heißt, ich kann hier einstellen nach Zeit, wenn sichtbar, bei Klick, bei Hover. Beginn nach so und so vielen Sekunden. Das heißt, die Seite startet und ich gebe den Leuten Zeit, dass sie mal lesen, was da steht, und was sie nach 30 Sekunden blendet, dann erst das Video ein und beginnt zu laufen. Und ich kann auch sagen, wie es kommen soll.
Das heißt, das musst du einfach dann durchprobieren. Da sind noch die englischen Begriffe, kann sein, dass die über kurz oder lang auch dann Deutsch sind. Also hast da viele. Zoom-in zum Beispiel ist jetzt ganz leicht. Das ist, wenn es von groß auf klein geht. Und Zoom-up ist das Umgekehrte. Das heißt, es blendet mal ganz klein ein und wird dann größer. Geschwindigkeit dann langsam oder schneller. Und wo war ich jetzt bei der Animation? Und ich habe dann noch Tag-Konfiguration erweitert. Das zeige ich dir auch später. Das ist auch überall gleich. Da mache ich dann ein eigenes Video draus. Hier ging es mir jetzt mal um die Videos. Das heißt, wenn ich jetzt auf Forscher wieder klicke, dann sehe ich, dass das Video jetzt auch diesen Rand hat und die abgerundeten Ecken und so. Falls dir aufgefallen ist, dass das, was wir im letzten Video gemacht haben, nicht da ist, hat den einen Grund, weil ich es nicht gespeichert hatte. Das heißt, wenn ich wieder zum Editor zurückgehe, unbedingt wieder auf Speichern klicken und dann auf, dass das nicht veröffentlicht, weil, habe ich schon mal gesagt, also nicht jetzt, solange ich es nicht veröffentlichen möchte, auch jetzt hier auf nicht veröffentlichen. Und da es jetzt zu den Videos, glaube ich, ganz gut dazu passt, haben wir auch noch, schauen wir uns gleich auch noch die Timer an. Das heißt, wenn ich auf Timers gehe, sehe ich unterschiedliche Anzeigen von Countdowns, die runterzählen. Das heißt, ich nehme jetzt irgendeinen, ich nehme jetzt den, der passt von der Farbe her dazu. Ich nehme den mit den roten Kreisen rundherum. Das heißt, ich habe jetzt hier einen Timer eingebaut. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel sagen, noch so und so viele Tage, Stunden, Minuten, bis dann das Webinar zum Beispiel startet, dieses Jitter-Webinar am 12. Ich gehe jetzt mal her und sage, okay, da habe ich eh, du bearbeitest Timer. Und ich gehe auf allgemeine Einstellungen. Das heißt, ich kann sagen, ich will es nur als Text. Ich kann hier auch noch umstellen. Ich will es als Kreise eben. Oder ich möchte es auf so viereckige. Also ich lass es mal auf Kreise. Der Typ ist Countdown, spezifisches Datum und Zeit. Das heißt, ich gehe jetzt mal auf Datum und Zeit. Wenn wir jetzt hier dieses spezifische Datum ausgewählt haben, haben wir darunter Date End. Das heißt, wann soll der Timer aufhören zu laufen? In meinem Fall, nachdem das Webinar am 12.01.2020 ist, um 18 Uhr gebe ich hier ein als erstes eben den Tag, das Monat, das Jahr. Bei den Stunden wähle ich dann aus der Liste der 24 Stunden 18 aus und Minuten habe ich 0, da gäbe es 0 bis 60. Also in unserem Fall 0, 18.00 und sofort beginnt, wird beim Timer angezeigt, wie lange das jetzt noch ist, ab jetzt. Wobei, was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, ist, wenn du dir das jetzt, wenn du dich etwas zurücklehnst und das optisch anschaust, dann ist das ziemlich unruhig und überlastet auf einer Seite. Das heißt, wir sollten, wenn das jetzt wirklich eine Homepage wäre, hier noch was ändern. Ich hatte gesagt, schau, dass der Wecker in diesem blauen Rahmen des Panels ist. In dem Fall würde ich es jetzt etwas nach runterziehen, dass es eben das Bild gesamt raushängt aus dem Panel, aber wenn er still steht, relativ still steht, dass er in der gleichen Höhe ist wie das Bild daneben. Und ich würde unten die zwei Dinge tauschen, nämlich dieses YouTube-Video nach rechts rüber und den Timer nach links. Das heißt, du siehst jetzt optisch, dass das etwas aufgelockerter ist und etwas gleichmäßiger. Das Bild wird ruhiger, auch wenn der Wecker weiter hüpft, aber das Bild ist in sich schöner und stimmiger. Du kannst hier natürlich auch noch alles Mögliche wie Schriften, Größe, Hintergrund auswählen. Das kannst du dich einfach durchspielen. Von meiner Seite war es das jetzt mal wieder für heute. Das heißt, auf jeden Fall noch speichern. Und ich würde es in dem Fall jetzt wieder nicht veröffentlichen, weil es ja nur eine Testseite ist. Auf jeden Fall mal danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hör oder hören uns morgen dann wieder. Ciao, Baba, bis demnächst.